Schön, tschüss. Ah, ich glaube, das wird ganz schön schmerzhaft, den armen Dale, aka Zauberer, abzuservieren. Weil er doch ganz süß ist. Aber egal. Ein Schneesturm. Die Karotte habe ich noch dabei. Ja, ich will bloß sicher gehen. Nicht, dass ich hier reingekackt habe. Ne, die ist noch da. Dem, dem, dem. Da, 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 da. Kirchplatz. Jetzt geht's los. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich könnte in die tiefen Garmone-Minen gehen. Und schauen, ob wir da ein Event triggern können. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das klappt, weil heute so ein scheiß, mega krasser Ultraschneesturm ist. Weil meistens braucht man ja doch gutes Wetter für die Events. Aber ich finde jetzt nicht, dass es in der Mine irgendeinen Unterschied machen dürfte. Ich bin halt gerne in den oberen Minen, weil es da mehr von den Kristallen gibt. In den unteren Minen habe ich das Gefühl, geht's los, diese Steinblöcke. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich schau mal. Vielleicht mache ich das einfach wieder an irgendeinem Tag, an dem ich länger warten muss. Hm, Pilze nehme ich mit. Jetzt geht's. Oh, wartet mal. Vielleicht ist ja Kati bei Olli. Wartet. Ich werde sie mal kurz tracken. Kati, da ist sie doch schon. Wo ist Kati gerade? In der Brass Bar. Ja, schade da nicht. Ich lasse sie mal ausgerüstet. Eventuell ist sie ja später dann bei Olli. Dann kann ich da ganz kurz vorbeigehen. Vorbeischneien, versteht ihr, weil Winter ist. Hallo Julius. Da. Deine Rosen. Guten Morgen. Ach ey, wie schön. So. Mira hat mir erzählt, dass ihr miteinander gesprochen habt, Teddy. Du hast ja sowas wie die, was? Du bist ja sowas wie die gute Seele der Stadt. Du kümmerst dich um alle. Wenn du wüsstest. Ich mag Winter, die Luft ist klar, bla bla. Oh je, die einzige Person, die an diesen Tagen rausgeht, bist du, Teddy. Das stimmt. Okay. Ja, dann haben wir jetzt zwei Herzen bei Julius und kriegen morgen Besuch von Julius. Und heute Nacht kriegen wir hoffentlich Besuch von Event. Ja, und dann, ja, sieht's doch gut aus. Ja, 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 ja. Jetzt gehen wir zu Pia. Die müsste ja hoffentlich hier drin sein. Bitte. Ich weiß gar nicht, wohnen die hier? Wahrscheinlich, oder? Trillern. Ich habe hier nie nach Pia gesucht, deswegen kann ich es gerade gar nicht sagen. Ich habe noch nicht das Rezept von hier mitgenommen. Witzig. Was gibt's denn hier? Süßkartoffeleintopf. Ich weiß nicht, ob Pia den mag. Pia, bist du da? Oh ja, wir waren hier noch nie, oder? Lol. Hier, edle Mayonnaise. Ich habe gehört, die magst du. Morgen. Ja, die mag ich wirklich. Ja, dankeschön. Bitte schön, Pia. Du bist auch eine Süße, wirklich. Das hat sogar eine Schweißermaske, die geile. Ich habe gehört, du arbeitest auf der Farm. Harte Arbeit, aber im eigenen Tempo. Schon. Aber es ist auch furchtbar. Die Eltern gehen also immer, die haben sogar getrennte Betten. So sehr läuft es bei denen wohl nicht. Aber dann gehen die Eltern immer durch ihr Zimmer, wenn sie irgendwo hin wollen. Stelle ich mir auch unangenehm vor. Ja, ich kaufe hier nichts. Ich kaufe hier nicht. Da, 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 da. Auf zu Rolf. Und dann gehen wir in die Mine rauf. La la la. Ja, das wird jetzt halt unser Tagesablauf den ganzen Winter lang werden. Und ich hoffe, dass wir dann auf jeden Fall 15.000 zusammenkriegen. So, hier dein Spinat. Hey. Oh, boah, wirklich? Nice, ey. Dankeschön. Ich freue mich. Cool. Ich muss gleich mal gucken, was morgen für ein Wetter ist. Aber ich hoffe, dass es hell. Hell. sonnig ist. Da, 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 da. Alles, ja, genau. Dass dein Vater dich gescoldet hat, ich erinnere mich. Und du magst den Winter nicht. Ja, okay. Huch, ich habe falsch gedrückt. Da, 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 da. Ich denke mal, sie wird schon in der Brass Bar bleiben. Bleiben, die gute Kati, weil es so mega stürmt. Ich glaube, heute geht niemand raus, nur wir. Da, da.
Ja, kommt, ich mach das aus. Scheiß drauf. Wir gehen einfach 16 in die Brass Bar und dann ist ja gut. Kati, nein, wir wollen sie nicht mehr aufspüren, danke. Ba, 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 ba. So. Ach, meine Nase juckt. Ach. So, wie gesagt, wenn wir jetzt täglich diese bestimmte Anzahl bekommen würden an Edelsteinen, dann müssten wir eigentlich am Ende dieser Woche die ersten Veredelungsversuche starten können. Da bin ich gespannt, wie viel wir kriegen. Auf geht's, oh ja. Ich brauche meine Sachen. Da. Jetzt habe ich erstmal gesucht. Oh, das ging schnell. Dafür werden jetzt wahrscheinlich wieder voll lange nicht nichts finden. Richtig geil. Das hat sich ja dann gelohnt, ja. Oh nein. Oh, okay, das war's schon. Schön. Das Thema übrigens für die heutige Aufnahmesession, die wahrscheinlich in der nächsten Session noch weitergehen wird. Die Themen. Talks. Sind Lieblingscharaktere in Games und warum. Und ich muss sagen, da fallen mir jetzt auf Dauer oder ohne zu spoilern vor allem nicht so viele ein. Ich mag sehr, sehr gerne Ghirahim aus Skyward Sword, weil ich ihn einfach sehr sassy finde. Ich liebe ihn über alles. Er hat cooles Design, er hat eine sehr coole Story und es macht immer Spaß, ihn zu bekämpfen. Auch wenn ja, das mit der Bewegungssteuerung mal mehr, mal weniger gut geklappt hat, finde ich. War hier drüben jetzt eigentlich eine Treppe oder nicht? Ich habe nicht drauf geachtet. Nö, okay. Ja, also Ghirahim auf jeden Fall. Dann aus The Last Story, eine meiner Lieblingsspiele schlechthin. Da mag ich vor allem Deckeron sehr gerne. Weil er so der große Bruder ist, sag ich mal, der Truppe. Und sich um alles kümmert und der sieht richtig gut aus. Und ist ein hotter Boy einfach. Ja, und ansonsten, ich mag auch ganz gerne, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Wie hieß sie denn? Ich überlege gerade, die Gute aus Twilight Princess mit den extrem großen Brüsten. Es war irgendwas mit T, glaube ich. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern. Die mochte ich immer sehr gerne. Die ist richtig cool. Weil sie, weiß nicht, so selbstbewusst ist und weiß, was sie sagen muss und stark ist und ja. Mag ich sehr gerne. Genau. Aus The Last Story mag ich auch Soren sehr gerne. Die finde ich auch cool. Aber ich muss sagen, dass ich aus The Last Story sowieso fast alle Charaktere über alles liebe. Also auch Miranya, die dort ist, und Yurik. Ich muss sagen, deswegen mag ich auch The Last Story so gerne, weil mich eigentlich jeder Charakter abholt. In Pokémon mag ich total gerne, wie heißt er denn bei uns? Grimsley heißt er auf jeden Fall auf Englisch. Ich vergesse seinen Namen immer. Er ist von der Top 4 der Gambling-Süchtige und der kommt ja in Sonne und Mond auch nochmal vor und das finde ich richtig cool. Und aus Pokémon mag ich auch Annabelle, die auch in Sonne und Mond eine größere Rolle hat. Die finde ich richtig cool. Irgendwie finde ich heute keine Treppen, kann das sein? Oder habe ich jetzt nicht drauf geachtet? Wartet mal. Ja, ich finde die Treppe nicht. Ich nehme noch das Silber mit, weil ich keinen Bock habe, dass das hier verloren geht, wenn wir es einmal rausgeholt haben. Wo ist die Treppe denn? Wird ja irgendwo hier drüben sein wahrscheinlich. Die hier oder so. Dann die hier. Ja, gut. Tja, ansonsten, Danganronpa hat immer ganz coole Charaktere. Da mag ich zum Beispiel gerne in Teil 2 Nagito oder auch in Teil 3 Kokichi finde ich sehr cool. Ist ganz witzig, weil eigentlich dachte ich mir, oh ja, overhypte Charaktere, aber sobald ich es dann selber gespielt habe, fand ich sie dann auch am besten, weil die halt wirklich sehr cool inszeniert worden. Die machen voll Bock. Und Toko aus Danganronpa. Oh scheiße. Egal. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Weil sie auch eine ganz coole Entwicklung durchmacht und ich sie auch in dem Spin-off Ultra Despair Girls sehr gerne mag. Oh nein. Tja, ist halt schwierig. Ich mag sehr, sehr viele Charaktere. Also mir würden da bestimmt noch total viele einfallen. Aber hier ist doch schon wieder keine Treppe, oder?
Also, aber heute, ich finde ja gar nichts. Okay. Aber hey, wieder ein gelber Stein dabei. Ja, dann sollst du noch so Fire Emblem und so. Also da sind ja auch viele Charaktere, die ich sehr, sehr gerne mag. Gerade bei Fates mag ich ja auch Xander mit am liebsten und Leo. Nein, das war Heilgas. Ich war zu schnell. Ich wollte doch fliehen. Scheiße. Xander mag ich sehr und Leo, aber ich bin generell ein Fan von der Noah-Familie. Und ja, yes. Fire Emblem Awakening. Huch, ich habe mich irgendwie gerettet. Yes. Da mag ich Crom sehr, sehr gerne. Der ist einer meiner Lieblingscharacters. Oder auch Lissa finde ich ganz cool. Und Tarja. Tarja finde ich auch richtig geil. Die super nice Tarja. Hier ist aber schon wieder keine Treppe, oder? Ich fasse es nicht. Also entweder hier. Gut. Ich kann das mal ganz gut abschätzen, wo eine Treppe spawnen wird. Ach, das ist so eine Pilzebene. Naja. Den wollte ich nicht. Kann ich den bitte wieder ablegen? Ich möchte keinen bedenklichen Pilz. Hallo. Hinstellen. Einfach wieder pflanzen, let's go. Wo ist mein Hammer? Zack. Ich befürchte, dass wir so rote Steine entweder in den unteren Ebenen finden oder die einfach so selten sind, dass wir da noch gar keine gefunden haben. Weil jetzt, bis jetzt habe ich wirklich nur gelb und weiß gefunden. Ja, seht ihr? Gelb. Also ich habe noch keinen roten gekriegt. Die blauen, die gibt es ja in der Wasserstraße. Und viel mehr Farben gibt es dann auch gar nicht. Grün vielleicht noch. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es in der Wasserstraße grün und blau. Ist hier wieder keine Treppe. Macht mich fertig. Das sind unnötige Schläge, die ich da verbrauche. Ah. Ah ja, sehr schön. Jetzt kommen wir auf diese Ebenen. Wie auch immer mich das nicht erwischt hat, aber hey. Hier müsste es jetzt häufiger mal irgendeinen Erfolg geben. Oder auch nicht, wenn wir ganz viel Pech haben, ist nämlich alles, was an Spawnrate ist, in den normalen Steinen drin. Und dann finden wir natürlich auch gar nichts. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bis um 4. Und wir haben sogar noch länger Zeit, weil es ist ja kein Date, um das wir uns kümmern, sondern einfach nur ein freundschaftlicher Besuch. Ich finde einfach gar nichts. Ach doch, da. Sieh mal an. Ja, danke dafür. Ja, schade, hier ist leider nichts. Zumindest ist die Treppe da. Charaktere, die ich noch ganz cool finde. Oh, jetzt haben wir aber richtig Glück hier. Wow. Marx aus Kirby. Den finde ich sehr gut. Oder Max heißt er. Ich glaube, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, ob er Marx oder Max heißt. Kann sein, dass das der englische Name ist und er im Deutschen aber Max heißt. Marx klingt aber cooler. Und Meta Knight. Boah, ich hatte früher so einen Crush auf Meta Knight. Ihr glaubt das nicht. Ich fand den richtig geil. Und Shadow mochte ich auch immer sehr gerne aus Sonic. Ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingscharakter der Sonic-Saga-Reihe-Dings-Universums. Ah! Verlangsamungsgas, oh nein! Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich noch habe, aber hey, Silberherz ist zumindest am Stissel. Ich mag ja sowieso sehr gerne Anime-Spiele, also werden bestimmt noch ein paar Charaktere dabei sein, die ich jetzt vergesse. Code Vein zum Beispiel habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Da mochte ich Yakumo sehr gerne. Yakumo Shinonome. Und auch Louis. Fand ich auch super. Die zwei. Ja, ich wollte sowieso mal nachholen ein paar Reihen. Zum Beispiel God Eater. Das wollte ich gerne nachholen. Da sind bestimmt auch ein paar Charaktere dabei, die ich geil finde. Ich habe zum Beispiel erst letztens den zweiten Teil, glaube ich, geholt. Und den ersten, den dritten habe ich nämlich. Weil da ein Charakter dabei war, den ich so hübsch fand, dass ich unbedingt deshalb spielen wollte. Aber was ist ja jetzt los? Jetzt kriege ich einfach alles hinterhergeworfen. Das ist ja die beste Ausbeute meines Lebens. Bitte nicht. Es hat mich nicht erwischt, wie auch immer das geschehen ist. Holy moly, hier sind aber richtig viele. Danke. Ich finde es immer gut, wenn ich daneben kloppe. Oh nein, Verlangsamungsgas. Oh no. Oh, sehr schön. Wie gesagt, 50. 50 brauche ich, weil ich habe gelesen, bei 50
ist wohl ein guter Punkt, um anzufangen, die zu veredeln, weil da eher mal was rauskommt, als wenn du jetzt so 5 oder so abgibst. Weil dann die Prozentrate ein bisschen hochgeht. Das sind irgendwie 5% für die seltensten und ja. Ergibt irgendwie Sinn, nehme ich an. Ich wollte gerade fragen, ob wir die Treppe schon gefunden haben, aber ja, damit hat sich meine Frage beantwortet. Hier ist noch ein Pilz. Die können wir ja fressen, wenn wir keine Energie mehr haben. Deswegen nehme ich die alle mit. Ja, dann würde ich wahrscheinlich morgen früh einfach eine Pilzsuppe kochen und die der guten Hexe geben. Und wenn sie die Scheiße findet, haben wir Pech gehabt. Ist hier vielleicht etwas, das ich mitnehmen kann? Sieht nicht so aus. Ich habe die Treppe noch nicht gesehen. Ja. Nein. Ja. Oh, das war Stärkungsgas. No. Scheiße. Oh, Heilgas. Sehr geil. Dann kriegen wir Energie wieder. Das ist die beste Form von Gas, die es gibt. Ich hau eigentlich ungern von unten auf die ganzen Steine, weil man da nie sieht, was einen erwartet. Jetzt, da wir so viel Heilgas abbekommen, wird bestimmt auch ganz viel Chaosgas kommen. Und da kannst du ganz oft nicht ausweichen, ist mir aufgefallen. Kommt direkt so ein Riesenschwung. Was ist denn jetzt los? Jetzt geht's uns aber wirklich sehr gut. Jetzt müssen die gleich richtig reinhauen. Oh, rot! Ah. Ja, dann gibt's die wahrscheinlich einfach sehr selten hier, könnte ich mir vorstellen. Oder erst, seht ihr, wie soll man da ausweichen? Außer ich jetzt gerade durch ganz viel Glück. Oder vielleicht erst auf den höheren Ebenen. Das kann sein, dass erst da rotes Zeug kommt. Da, 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 da. Uns geht's so gut, dass ich gleich nicht mal die heißen Quellen nutzen müsste. Das ist ja richtig krass. Was war das? Achso, das ist okay. Ja. Ist hier unten noch was? Das nehme ich mit. Ich wollte das eigentlich mitnehmen, weil ich so langsam bin. Aber gut, dann nicht. La 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 la. Und noch hier. Aber da ist leider nichts. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Okay, cool. Noch langsamer. Wow. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Aber vielleicht auch hier. Oder hier. Also die Ebene scheint richtig... Oh. Schlecht zu laufen, wollte ich sagen. Aber hey, wir haben noch eins gefunden. Eins Edelstein. Ein gelber. Oh nein, da... Okay, es war plus eins. Toll. War hier irgendwo die Treppe oder muss ich wieder suchen? Okay, gut, danke. La 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 la, noch eine Stunde. Da, da, da. Also langsam könnten wir umkehren. Ich glaube, ich werde mich aber nach Harmonika porten, wenn wir unten sind. Wenn wir einmal das Feature freigeschaltet haben, warum nicht? Nimm mit den Schissel. Ihr wisst gar nicht, wie befriedigend dieses Gefühl ist. Oh, jetzt bin ich wieder vollgeheilt. Yay! Ja. Wie befriedigend das Gefühl ist, wenn man diese Steine zerkloppt und dann einfach so ein Ding da liegt. Das ist einfach so ein tolles Gefühl. Das scheint eher eine Steinebene zu sein für Baustein und so. Weil hier ist ja gerade fast nichts. Außer das. La 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 la, schade. Dann vielleicht auf dieser Ebene. Na, das sieht doch gut aus. Also wenn das weiter so schnell geht, dann kriege ich natürlich eher die 50 zusammen. Hier ist noch gelb. Da, 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 da. Bam. Aber jetzt gerade läuft es richtig gut mit den Gasen. Jetzt habe ich Angst, weil ich das gesagt habe, dass es jetzt losgeht. Ah, ah nein, das war gut. Scheiße. Nein, das war auch gut. Hallo. Kann doch nicht sein. Ich bin jetzt bei allen guten Gasen ausgewichen, ich Idiot.
kaputt hauen, das liegt mir sehr gut. La 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 la. Ja, danke. Wir sind ja eh gleich da. Los, noch eins.